Tierpraxis Dr. Bransfeld, mein Name ist Ilka Matelke. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, grüß Gott, mein Name ist Hans Flitscher. Ich habe da mal eine Frage. Ja, vielleicht kann ich Ihnen da weiterhelfen. Um was geht's denn, Herr Fischer? Flitscher, Hans-Werner Flitscher. Herr Flitscher. Ich habe ein Problem mit Katzen und würde gern den Herrn Dr. Bransfeld, Dr. Bransfeld. Den würde ich gerne sprechen, wegen der Katzen, ja? Möchten Sie einen Termin oder kann ich Ihnen da erstmal weiterhelfen? Ja, wissen Sie, mein Arbeitskollege, der Herr Mentner, hat auch eine Katze. Aha. Die ist auch sehr unruhig. Die war unruhig und ist jetzt aber eigentlich eher sehr still, wissen Sie? Ah ja, aber Sie haben sicher auch eine Katze. Ja. Und was ist denn das für eine Katze, Herr... Flitscher. Herr Flitscher. Ja, das ist die Maika einmal, der Fred, der Bobby, der Pummel und der Kevin heißt der jetzt. Ich meine, welche Art Katzen haben Sie? Sind das Perserkatzen oder Angorakatzen oder so Mischlinge? Nee, also ein Weibchen ist das und drei Männchen. Also insgesamt eher Männchen. Und unruhig. Ja, ja, eben die Männchen. Die Maika ist eine Gansliebe. Sie wollen Ihre Katzen kastrieren lassen, Herr Flitscher. Ja. Ja, dann machen wir es doch einfach. Wie denn? Wie macht man das denn? Naja, Ihre Katzen werden betäubt und dann... Betäubt? Die Kätzchen bekommen eine Spritze, das merken die gar nicht. Ich hab keine. Wie? Keine was? Ja, keine Spritze. Brauchen Sie auch nicht, Herr Flitscher. Eine Spritze haben wir, das machen wir dann für Sie. Und was kommt da rein in die Spritze, also in die Katze? Ja, mein Gott, ein Schlafmittel, damit die Katze schläft. Ist doch logisch. Und wo bekommt man das? Herr Flitscher, machen Sie einen Termin mit uns, wir erledigen das für Sie. Also hören Sie mal, das ist eine sehr, sehr intime Sache da in dem Bereich. Ja, natürlich, aber Sie würden das bei sich ja auch nicht selbst machen oder bei Ihrem Arbeitskollegen. Was schneidet man denn da nur genau ab? Alles oder... Jetzt hören Sie mal, Herr Flitscher. Sie können mir ja so eine Art Faustzeichnung oder so eine Lageskizze machen. Einmal aufs Fax und ab dafür. So viel ist an so einem Tier ja auch nicht dran, dass man das jetzt nicht finden würde. Ja. Nur mit dem Messer, das ist natürlich doof. Wissen Sie, ich habe da so ein elektrisches Fleischmesser. Wenn Sie da beispielsweise Gefrorenes schneiden wollen, dann ist das ja bretthart. Da kommt man so ohne weiteres gar nicht durch. Herr Flitscher. Es tut mir leid, Sie können das nicht selber machen. Das ist ein chirurgischer Eingriff, das müssen wir hier machen. Nein, also da muss ich Sie jetzt mal unterbrechen. Das ist aber so nicht ganz korrekt. Herr Flitscher. Meine Großeltern hatten einen Hof im Wendland. Hören Sie? Herr. Da haben die selbstständig bei ganzen Herden von Tieren das durchgeführt. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber das mögen mindestens an die 2.000 bis 3.000 Exemplare gewesen sein. Mag alle sein. Kastriert, aber solche Dinger. Und das mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, das war früher eine ganz normale Sache. Und hinterher wurde gefeiert. Junge, da gab's dann Brot und Wurst. Das war eine ganz prima Sache, war das. Und jetzt wollen Sie mir weismachen, ne? Sie sind wahrscheinlich so ein ganz junges Ding, gerade mal angefangen im Beruf. Berufsanfänger nehme ich an, aber die Klappe ganz weit aufreißen, ne? Ganz vorne mitspielen, ganz da nichts zu tun, am Telefonhörer hängen und 20 Kippen durchziehen. Wahrscheinlich haben Sie nicht mal eine Ausbildung. Meine liebe junge Dame, ich werde Ihnen jetzt mal was sagen, was das Leben wirklich ausmacht. Wenn ich meine Katzen kastrieren will, dann werde ich das tun. Und Sie sind dazu verpflichtet, mir Tipps zu geben. Verdammt nochmal!